Ey, die schummeln! Ich kann das nicht lösen! Wochen sind die Spannungen zwischen den Unternehmen Arasaka Corp und Militech auf besorgniserregende Weise eskaliert. Mehrere Experten und Analysten warnten vor der drohenden Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts. Die Spannungen spitzten sich zu, als Erbe Yorinobu Arasaka die Führung nach dem Tod seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Militech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Allerdings trat nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinneswandel ein und die Situation zwischen den rivalisierenden Konzernen scheint entschärft. Kezoku wa chikara nari. Arasaka-sha no kihon-linen des. Musuko no Yorinobu wa kono kotoba wo wassure, asette henka wo motome sugimashita. Watashi ga teki mikata ryousha ni toki tsuzukete kita kyoukun. Saburo Arasaka und NUSA-Präsidentin Myers stimmten einem persönlichen Treffen zu, um das Fundament für einen dauerhaften Frieden zu legen. Der erste Schritt des guten Willens wurde heute unternommen, indem der Arasaka-CEO 15 bewaffnete Fahrzeuge der konzerneigenen Akaashi-Reihe auf. Hey, sag mal, diese Tests, dauern die noch lange? Wir brauchen verlässliche Werte. Ich halte das nicht mehr aus. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Aufrichten. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Loyalität. Keine Ahnung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit der ersten Sache, die Ihnen in den Kopf kommt. So schnell wie möglich, ohne nachzudenken, ja. Menschheit. Keine Ahnung. Betreten Sie das Laufband. So schnell wie möglich, ohne darüber nachzudenken. Wie? Nein! Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Nein, verdammt, es reicht! Ich hab genug, ich hasse diesen Scheißort! Das Schlimme ist, es macht mich hier wirklich gerade kirre. Warum muss man das so in die Länge ziehen? So. Wir haben verstanden, dass die mit mir Tests machen müssen. Ist okay, haben wir verstanden. Was liegt der Scheiße? Also ich muss tatsächlich sagen, dieses Ende macht es gerade für mich ein bisschen kaputt. Also was heißt bisschen? Tatsächlich finde ich es sehr unnötig. Ich hab genug! Mir reicht's! Das hat für mich nichts mehr mit Cyberpunk zu tun, was ich hier gerade mache. Ausgerechnet dich habe ich hier nicht erwartet.
Das Leben steckt voller Überraschungen. Ach, hier sollte echt mal jemand aufräumen. Was willst du? Sie wollen, dass ich mit dir rede. Schon gut. Also, was willst du mir sagen? Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Hör zu. Der Eingriff war ein Erfolg. Wir haben den Biochip entfernt. Doch der Schaden, den er angerichtet hat, ist enorm. Auf genetischer Ebene bis hin zu veränderter DNS. So etwas sieht man sonst bei Strahlungsopfern. Und leider ist es tödlich. Soll heißen, ich werde sterben. Noch haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Mein Sterben wäre jetzt eine Option. Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten gibt's noch? Ich wurde schon aufgeschnitten. Der Arasaka-Konzern hat die Fähigkeit, den Tod zu überlisten. Wir brauchen nur ein wenig Vertrauen von dir. Das letzte Mal, als ich euch vertraut habe, bin ich hier geendet. Nun, du könntest Teil unseres Pilotprogramms Sichere deine Seele werden. Dein Körper ist nicht mehr zu gebrauchen. Du musst ihn verlassen. Wir werden ein Engramm deiner Seele erstellen und in Mikoshi lagern. Lagern? Warum kriege ich nicht einfach einen neuen Körper? Wir müssen noch das Kompatibilitätsproblem lösen. Und bei Saburo Arasaka gab's keine Kompatibilitätsprobleme? Du hast keine eigenen Kinder. Und auch keine Klinik, die sich ausschließlich um deinen Fall kümmert. Nehmen wir an, ich willige ein. Dann lande ich in Arasakas Seelenknast und bin ihnen ausgeliefert? Muss ich dich noch nach dem Haken fragen? Es wurde alles in einem Vertrag festgehalten. Das ist deine Garantie. Du musst ihn nur unterschreiben. Wenn du weiterleben willst. Da eine digitalisierte Psyche rechtlich gesehen kein Individuum ist, enthält der Vertrag die Aufgabe all deiner Rechte. Natürlich nur vorübergehend. Nein, ich lasse mich nicht zu Arasakas Eigentum machen. Die bisherigen Teilnehmer des Programms sind alle bekannte, einflussreiche Menschen. Wir haben noch keine Beschwerden. Und wenn ich ablehne? Deine Sachen sind gepackt. Ein Shuttle wird dich zurück zur Erde bringen und du wirst noch vor dem Winter tot sein. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. Denk gut drüber nach. Ich finde, das ist eine sehr leichte Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Ich gehe zurück zur Erde. Nach Hause. Und in den sicheren Tod. Leb wohl, Anders. Dein Angebot war scheiße. Aber du hast mir was Besseres gegeben. Ha, wovon redest du bitte? Früher war der Tod ein unausweichlicher Teil meines Scheißlebens. Du aber hast mir die Wahl gegeben, ihn zu meinen Bedingungen zu akzeptieren. Na, Tasche ist schon gepackt. Thing of beauty will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, are you everywhere?
Hey, wie? Wie ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Oder ist das auch nur eine Lüge? Denk dran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren, okay? Und wenn du wiederkommst, falls du zurückkommst, mache ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Rabatt. Pass auf dich auf. Hey, wie? Hab mich gefragt, wie es dir so ergangen ist. Hab eine Weile nichts von dir gehört. Lässt es dir in Night City immer noch gut gehen? Ich denk ständig dran, alles stehen und liegen zu lassen und abzuhauen und... Trotzdem bin ich immer noch hier. Es ist wie Treibsand. Je mehr man versucht zu entkommen, desto mehr wird man reingezogen. Wenn man erstmal bis zu den Knien drinsteckt, gibt's kein Entkommen mehr. Wie Evelyn. Egal. Pass auf dich auf, ja? Und ruf mich mal an. Ciao. Hey, wie? Ich bin's, Panna. Kennst du mich noch? Die mit dem Auto. Hör zu, du hast nicht zufällig ein paar Jobs zu vergeben. Bin auch nicht wählerisch. Ich nehme alles, was die Miete zahlt. Wenn du was hast oder jemanden kennst, der was hat, ruf mich an, okay? Fände ich echt cool. Nun, ja, das wär's. Vielleicht sehen wir uns mal im Afterlife. Arovi, hier spricht Saul von den Aldecaldos. In Night City scheint eine Menge los zu sein und du bist mittendrin. Keine Ahnung, worum es ging, aber wenn du mal in Schwierigkeiten steckst oder einfach einen Ort zum Untertauchen suchst, wir sind hier. Hast einem Aldecaldo das Leben gerettet und das werden wir dir nie vergessen. Und dafür schulden wir dir gerne was. Lass von dir hören, wie. Hey, wie? Mitch hier, kennst du mich noch? Hast mich vor Kang Tao gerettet. Nicht schlimm, falls du dich nicht erinnerst. Reicht dir, wenn ich's noch weiß. Wenn du mal Hilfe brauchst, ich halte dir den Rücken frei, ja? Ruf mich einfach an. Und ich bin schneller in Night City, als du gucken kannst. Egal, ob jemand verschwinden oder ich dir das Mittagessen ins Büro bringen soll. Egal, was es ist, okay? Halt die Ohren steif. Eins muss ich dir lassen, Weh. Ich bin beeindruckt. Als du meintest, du würdest dir Hellmann vorknöpfen, war ich mir sicher, du würdest in einem Leichensack zurückkommen. Aber du hast es geschafft. Normalerweise irre ich mich nicht, was Leute und ihre Fähigkeiten angeht. Ich bin gespannt, was du noch so alles drauf hast. Falls du für mich arbeiten möchtest, weißt du ja, wo du mich findest. Hallo, Weh. Mir kam zu Ohren, dass du weniger als 6 Monate zu leben hast. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit verbringen willst. Vielleicht willst du die Füße hochlegen, entspannen, über den Sinn des Lebens nachdenken. Oder du tust weiterhin das, was du am besten kannst. Sollte das der Fall sein, mein Vater und ich würden uns gerne deiner Dienste versichern. Du wirst gut entlohnt werden. 6 Monate sind schneller vorbei, als du dir vorstellen kannst. Es wäre zu schade, diese Zeit zu vergeuden. Hey, wie? Orbitalverbindungen sind schweineteuer, also komme ich direkt zum Punkt. Ich musste an dich denken, also habe ich mal schnell die Karten gelegt und... Oh je. Der Narr, der Mond... Die Hohepriesterin. Das sind ganz üble Karten. Behalte deine neuen Freunde gut im Auge, Bee. Das ist mein Ernst.
So, jetzt kommt das nächste coole Lied wahrscheinlich. Aber sonst komme ich heute gar nicht mehr zum Reden. Ich wollte eigentlich schon Feierabend gemacht haben.
Aber wir, wie es sich gehört, lassen wir jetzt hier die Credits noch laufen. Ich habe Gott sei Dank die Taste gefunden zum Beschleunigen. Ja. Ich fand es ganz nett, am Ende jetzt in den Credits noch mal ein paar Charaktere gesehen zu haben, die doch noch zu Wii halten. Ja. Und ich fand es cool, dass wir in der letzten Cutscene das einzige Mal Wii gesehen haben. Ja. Mach's gut, Susi. Und ich war die ganze Zeit da, aber ich wollte nie dazwischen labern. Erst nicht beim Ende, bei den Cutscenes, dann nicht, als die Leute hier gesprochen haben. Ich wollte einfach nicht dazwischen labern. Jetzt sind wir schon bei Korea. Ich hoffe, wir nähern uns dem Ende der Credits. Wie viele Kims dabei gearbeitet haben und wie viele Lees. Ja. Ja, da bei den ganzen Büros war Korea gerade. In den Credits. Ja. Also ich muss sagen, das Ende an und für sich finde ich okay, ist ja ein legitimes Ende. Ich fand es nur super in die Länge gezogen, man hätte das auch locker 20 Minuten kürzen können. Und es hatte, auf der Raumstation hatte es für mich nichts mehr mit Cyberpunk zu tun. Aber gut. So ist halt das Game Design an dieser Stelle gewesen. Davor das Spiel, also die Stadt an sich, das Stadtdesign und so weiter und so fort, fand ich super. Tatsächlich bin ich gerade ein bisschen negativ beeinflusst von dem Ende, weil das hat mir, also dieses in der Raumstation, das Ding. Das hat mir jetzt echt ein bisschen die Stimmung vermiest. ich muss darüber nachdenken, wie viele Punkte ich dem Spiel insgesamt gebe. Ob ich das Ende vergessen kann? Also nicht inhaltlich, sondern die Umsetzung. Oder ob mir tatsächlich die Umsetzung des Endes ein bisschen das Spiel kaputt gemacht hat. Das muss ich noch für mich rausfinden. Ja, das war echt anstrengend. Weil das Ding ist, du warst gedanklich, warst du fertig mit dem Spiel. Also, für mich war durch mit dem Spiel. Ich wusste, Johnny ist weg. Ich habe gesehen, dass Hanako ihrem Bruder ja was in den Kopf geschoben hat. Es konnte nur der Vater sein. Oder Großvater? Nee, Vater. Ich brauchte das jetzt hier nicht. So. Das hätten sie auch meiner Fantasie überlassen können. Ich hätte von mir aus auch gar nicht mehr aufwachen brauchen. Ich hätte in dem Moment, als Johnny gegangen ist, hätte für mich Schluss sein können. Hab das hier nicht gebraucht. Ich hoffe auf das geheime Ende. Richtig befriedigt hat mich keins, wobei Raumstation war echt Stimmungskiller. Panam war schon besser. Ja, also wie gesagt, mich hat es jetzt auch ein bisschen gebremst in meiner Euphorie dem Spiel gegenüber. Was halt dem Spiel gegenüber unfair ist. Aber ja, es war für mich kein Cyberpunk. Allein von der Farbe. So, Cyberpunk war für mich dunkel und rot. Und dann diese helle, grelle Raumstation. Das
war für mich kein Cyberpunk. So, das hat's mir gerade kaputt gemacht, ein bisschen. Gäb's nur das Ende, wäre ich krass enttäuscht und hätte schon viel kaputt gemacht. Ja, was ich. Also, ich finde auch gerade, dass mich das gerade unzufrieden macht. Also, wie gesagt, mit dem Ende an sich komme ich klar. Das ist nun mal das, was daraus resultiert ist, wie ich mich entschieden habe, was ich gespielt habe. Aber dieses komische Geteste jetzt am Ende. Nee. Nee. Sorry, aber das war's nicht. Das Ende bleibt am meisten im Kopf hängen, ja. Eben. Und da hätte ich mir was Spannenderes vorstellen können. Genau das Gefühl hatte ich auch, dass es kein Cyberpunk war. Und weil es sich halt so unnötig, wie du schon sagst, zieht. Ja, das war. Nee. Nee. Wir vergessen das am besten schnell wieder. Danke fürs Spielen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Hauptgeschichte von Cyberpunk abgeschlossen. Vergiss aber nicht, dass Night City niemals schläft. Die Stadt hat noch eine Menge zu bieten. Du kannst ab deinem letzten Open-World-Checkpoint fortfahren und eine besondere Belohnung erhalten. Möchtest du weiterspielen? Gehe jetzt wieder in die Open World und dann speichere ich. Und ja, dann verdauen wir das. Was passiert ist? Dieses seltsame Ende. Och, warum kann ich jetzt nicht speichern? Ich muss Schluss machen. Ach so. Cool. Ich habe nichts bekommen. Für einen Dollar. Okay, jetzt kann ich speichern. Also das Finale hat jetzt nochmal 3 Stunden gedauert. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich noch 3 Stunden geht. Wir erinnern uns einfach an den Kampf gegen Smashy. Es war nur ein böser Traum. Ja, so ungefähr. Oh, jetzt bin ich aber...